le fait que mon lycée propose de partir en Allemagne, j'ai trouvé que c'était une bonne occasion pour trouver, pour découvrir une nouvelle culture, un pays que j'avais jamais visité. Le fait que ma responsable, elle s'occupe vraiment bien de nous, elle nous chouchoute, elle fait vraiment attention à nous. On se sent vraiment à l'aise car même tous les employés ils font en sorte qu'on se sente bien et je suis agréablement surpris par l'accueil que j'ai reçu ici. J'ai jamais fait d'allemand mais on arrive à se débrouiller. Ich mache zurzeit ein Praktikum in Nizza in einem 3-Sterne-Hotel. Und den Anstoß hatte halt meine Schule gegeben. Es gibt an meiner Schule gibt es die Möglichkeit, einen bestimmten Bildungsgang zu belegen. Und der Berufsabschluss ist kaufmännischer Assistent mit Schwerpunkt auf den europäischen Binnenhandel. Und mein Französisch davor war eine Katastrophe. Es war schon immer ein großes Ziel von mir, die französische Sprache wirklich zu beherrschen. Man muss einfach sein Bestes versuchen, sich zu integrieren. Und wenn man auch wirklich Interesse zeigt, immer Französisch zu sprechen, dann nehmen dir das auch deine Kollegen, die freuen sich darüber. Je suis en stage de fin d'études dans la société de distribution franco-allemande Winrose et donc je suis sur des missions d'acquisition de films et de vente. J'ai souhaité avoir une expérience professionnelle en Allemagne. Donc il y a un côté où on développe des compétences d'adaptation à une nouvelle culture, à un nouveau pays. Après, ce qui est très important pour moi, c'est aussi de développer mes langues en fait. Et après, évidemment, sur un CV, avoir une expérience à l'étranger, aujourd'hui, c'est quelque chose de bien. Ich denke, es ist immer gut, Erfahrungen zu haben, also hier in Frankreich und auch in Deutschland, um zu sehen, wie die Leute dort arbeiten und wie eine Firma in Frankreich so funktioniert und auch in Deutschland. Ich wollte vielleicht für Airbus arbeiten, deshalb war es auf jeden Fall zwischen Deutschland und Frankreich. Ich bekomme von dem Deutsch-Französischen Jugendwerk ein berufsorientiertes Stipendium, weil eben dieses Praktikum zu meinem Studium dazugehört. Also ich denke vor allem, dass es mir sehr viel hilft, weil ich eben dadurch offener werde, weil ich musste auf die Menschen zugehen, damit auch ich mitarbeiten konnte. Und dadurch glaube ich einfach, dass ich flexibler bin. Und ich glaube, es hat mir einfach sehr viel gezeigt und ich habe dadurch sehr viel Erfahrung gemacht und auch sehr viel Selbstbewusstsein gewonnen. Ich habe hier sehr viele Menschen kennengelernt und ich glaube auch sehr viele verschiedene Menschen, die mich wirklich weitergebracht haben und auch zum Nachdenken gebracht, weil ich denke, es waren ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Und vor allem hier im Praktikum habe ich gesehen, wie unterschiedlich die Menschen noch mit Problemen umgehen können und wo die Toleranzgrenze liegt und dass man da eben nicht eine sprachliche Barriere hat, sondern man auch mit kleinen Dingen vieles vorantreiben kann. Und dadurch fühle ich mich eigentlich bestärkt in meinem Berufswunsch und auch in meinem Studium in der sozialen Arbeit.